Ein Dart, drei Darts, fünf Darts, neun Darts. Ja, also Timo und ich würde mir insgesamt schwer tun, wenn jemand kommentieren würde und ich spielen müsste. Wie siehst du das? Jo. Ja, das kommt immer drauf an. Ich meine, es gibt halt Leute, die machen das gut und dann gibt es solche Leute wie mich, die halt die ganze Zeit irgendwelchen Bullshit erzählen. Und ich würde mich da bei meinen Comments wahrscheinlich eher selbst ablenken. Okay, ebenfalls. Ja, schon, also ich stelle es mir schwierig vor. Ja, es ist auch schwer. Aber andererseits bestimmt auch spannend. 60. Das so live mitzuhören, also. Aber gut, jeder, wie er da Lust hat. Ja, Markus kommt schon mal gut rein. Ja, ich denke mal, Timon oder wer auch immer dann mit mir nächste Woche, es wird bestimmt auch mal immer wieder durchgewechselt werden. 60? Für nächste Woche können wir das ja mit den Räumen dann anders einstellen und dann ist das ja überhaupt kein Problem mehr. Also dann funktioniert es auch. Weil wenn wir jetzt in Raum 2 nur noch kommunizieren 140. würden, dann würde das ja auch ohne Probleme funktionieren eigentlich. Geht halt jetzt im Moment ein bisschen schwierig. Jetzt so spontan im Stream das alles immer umzuwerfen, ist halt nicht so einfach. 100? So. 44. So, wie lange ist die Kanalwette noch am Laufen? Wie sieht das aus? Weiß ich gerade gar nicht. Soll der Schulze mal fix in den Chat reinschreiben? 100. Ja, Markus macht hier ordentlich Dampf auf. Ricardo. Okay, schon beendet. Alles gut. Super, Julian, dass du das hier machst, weil wie gesagt, bei mir ist es irgendwie... 55. Gut, Ricardo schon... fast im Finish-Bereich und The Tempest hat sich jetzt hier eine Bogey-Zahl gestellt. 100. Super Darts, oder? Ich finde, das ist so befriedigend, diese 100 da, wie der letzte noch, der Marker, da reingeht. Na, 30. So, Niklas, ich gehe gleich auf deine Frage ein. Wo sei? Schade. Wir schauen uns das Leck hier auf jeden Fall noch an, weil wir sind im Finale und es ist spannend. Und wir haben ein potenzielles 132er Finish. Wo ist der Single Bull? Ne, ich glaube nicht. Na, ich glaube schon. Der war im Single Bull. 25. Hammer. 103. Oh ja. Yeah. Check mit dem zweiten. So, Ricardo macht hier. Und Ricardo trifft Doppel 8 zum 1-0. Danke. So, Julian, du kannst die Bewerbung wie immer einfach an info@uedv.org schicken. Kennst du ja mittlerweile schon, du hast dich auch für einen Podcast beworben und so weiter. Dürfte dir ja mittlerweile eigentlich bekannt sein. Verstehe die Frage 26. nicht ganz. Und Niklas hat hier noch gefragt, wie wir unser Hockey gemacht haben. Ja, es ist gar nicht so professionell, wie es aussieht. Das hat auch mein Vater vor ungefähr 10 Jahren gemacht. 97? Ich bin selbst handwerklich wirklich 0,0 begabt. Also noch schlechter als Darts spielen. Bei mir Handwerken und so Zeugs. Und eigentlich ist es nur eine riesige Holzplatte mit einem Teppich überzogen. Das ist eigentlich alles. Und befestigt ist es mit so Keilen, die in den Boden reingehen. So ungefähr, so ganz genau, wie gesagt, das ist 10 Jahre her. Weiß ich das auch nicht mehr. Das ist, wie gesagt, fest verankert, kann man auch nicht... Ich glaube, man könnte es rausnehmen, aber es wäre halt wahnsinnig viel Arbeit, wieder reinzumachen. Genau, warte, die E-Mail kann ich hier... Ja, ich poste sie einfach in den Chat. Ich hoffe, wir kriegen nicht zu viel Spam. Das ist ja natürlich immer drin. Aber das ist die E-Mail, wo dann die ganzen Bewerbungen... reingehen. Timon, du hattest das Glück, du wurdest direkt genommen. Okay, Glück, weiß nicht, kann man so oder so auslegen. Hey. 100? Naja. 20-seitiges Motivationsschreiben, ja, wahrscheinlich. Ja. Genau. 58. Ja, bin dann gespannt. Also, die KommentatorInnenplätze für nächste Woche sind heiß begehrt. Mal schauen, dann muss ich ja echt hier dann eins nach dem anderen aussieben. 180? Und Ricardo. Diesen haben wir sie nicht verpasst. Okay. Mit der 180.
60. Oh ja, oh, 21. Drei Rest. Oh, drei Rest, das mag keiner. 40. Oh, jetzt, das finde ich ja gar nicht okay, wie jetzt hier gegen Timon noch hier geschrieben wird. Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Doppel 1. 1. Oh. Weil man muss echt sagen, Timon macht hier wirklich 2 bis 3 Stunden unbezahlte Überstunden. Das ja, ist schon 41. Respekt auf jeden Fall dafür. Also Timon, mein danke, Respekt danke. Hast du auf jeden Fall. F in den Chat für Timon. So geht es doch in der Twitch-Sprache, oder? Wie läuft es? Ja. Press F for respect. Ja. So, Ricardo steht mittlerweile beim Madhouse. Und verpasst. Oh, und Julian macht hier wieder die Bad Vibes. Doppel 15, oder? Kann nicht mehr rechnen um die Uhrzeit. Check in 3. Oh ja, der ist drin. Steht 1 ja, zu 1. Hey, let's go. Ein schönes Drittes. Schönes Drittes. Ricardo heute nicht mit seinem A-Game auf jeden Fall. Also 100. Wir haben ja von ihm bei der Q-School auch viele Averages über 90 gesehen. Da sind die 75, die wir jetzt hier sehen, natürlich noch nicht sein bestes Spiel. Das stimmt. Aber ich glaube, also Ricardo hat ja 2 Matchstarts gegen Max abgewehrt. Ich glaube aber trotzdem, dass er das jetzt macht hier, glaube ich. Wann ist bis jetzt ein Match bei dir am Score gescheitert? 42. Spieler. Das stimmt allerdings. Hier untereinander. Das stimmt. Vor allem nicht gegen mich. 100. Oh, das sah auch mehr aus, oder Timon? Das sah für mich fast wie eine 140 aus oder mehr. Ja, ja. Wundert's auch ein bisschen, dass das nur so wenig also was heißt nur? Dass das nicht so viel gewesen sein soll. Aber Ricardo hat jetzt die Chance zum 12. hier, ne, Timon? Also. Ja, macht aber nicht. 99. Oh, aber. Schon ein bisschen später heute. 14 sind noch möglich hier. Die ersten 2 Matches ist das mein schlechtestes Match. 81. Können wir vielleicht untermauern mit den Averages hier? So, Doppel 16. Ah, nee, der war gar nicht drin. Ich habe ein Doppel getroffen. Mit dem dritten. Ja. Ricardo, 15 Darts. Yeah. Ganz solide eigentlich. Danke. Okay. Ein schönes Viertes. Schönes Viertes.50. Wow, ich habe eigentlich mit 100 gerechnet. Nee, waren 2 Triple 5er. Das ist unlucky. Ja, 59. Aber Timon, hier wurde im Chat ja wieder ein bisschen zurückgekommen, oder? Also die haben sich ja dann mehr oder weniger ein bisschen entschuldigt. 121. Zumindest. 57. 60. Ich weiß gar nicht. Ja, nur das 60. Hört ihr mich noch? Ja, oder? Ja, ja. Okay, ja, ja. Ne, weil Julian gefragt hat. Ne, ich bin noch zu hören, ja. 25. Ja, ja, wir sind noch zu hören. Niklas, ich bin die Stimme des Darts. Dankeschön dafür. Wir sind noch da, nur wir können nicht mehr allzu viel labern. 100. Ja, also ich, ganz ehrlich, ich bin dann auch froh, wenn wir Feierabend haben, Timon. Ja, ich aber auch. Also es war mega fetzig heute, aber irgendwann ist auch mal gut. Ja, absolut.
22. So, sehen wir jetzt hier den Big Fish zum Abschluss? Zum nächsten. Nein. 15er, ne. 134. Alles klar. Kann man machen? Warum auch nicht, ne? Ja, das wird die Frage, ne? 91. Ricardo Doppel 9 hier. 18. Ja, Nina, Ahnung soll manchmal helfen. Da gebe ich dir recht. Simon Grusalschlag, Dankeschön. Aber wir sehen auch leider von The Tempest kein Big Fish. Ja, check mit dem ersten. Ja, yes, nice one. Wie gesagt, die Luft ist ja auch groß gewesen jetzt schon. Das irgendwann sind weise Worte. Nein, Julian, tu es nicht. Nein, Julian, tu es nicht. Nein. War ja dann doch schnell beendet. Ja. War wenigstens das Finale schnell, wenn das ganze restliche Turnier nicht schnell war. Das stimmt, ja. So. Jo. Ricardo, du müsstest, glaube ich, bei Challenge das noch irgendwie eintragen. Bei mir, ich komme nicht weiter als dieses Halbfinale nach rechts irgendwie. Ja, alles gut, warte, mache ich. Weiß nicht, woran das liegt, aber... 3-0. Jo, dann bedanke ich mich mal beim Stream und alles drum und dran. Jo, Grüße nach Österreich. Cool gemacht. War cool. Und, danke fürs Ich finde das echt cool so. Und das mit dem Stummschalten kriegen wir nächste Woche dann auch hin. Keine Angst. Also ja, das war wie gesagt. Hat schon funktioniert. Hat schon funktioniert. Ja. Ich hab's hinbekommen. Ja. Alles gut. Okay. Auf jeden Fall danke Ricardo. Für deine Einfachbelegung, das machen wir nächstes Mal nicht mehr, oder? Nee, das wird auch nicht mehr passieren. Ja. Genau. Okay. Wir haben einiges gelernt heute, das ist doch ganz okay. Ja. Gut, dann vielen Dank, Markus, und bis zum nächsten Mal. Jo, ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Wünsche euch was. Jo, immer gerne. So, ciao. Dann. Jo. Ricardo. Dann bedanke ich mich nochmal für euren Einsatz. So, gerne, warte, gerne. Ja, genau. Warte kurz, Ricardo. Ich will dich mal ganz kurz. Wir hier noch kurz wenigstens hier drauf schauen können und wir dich trotzdem hören. So, jetzt hören wir dich, glaube ich. Ja, jo. Jetzt muss ich hier noch das Bild ausblenden. Ja, ist ein bisschen spontan. So, zack. Und ja, wir sehen das Turniertableau und wir können, glaube ich, auch, irgendwo werden die Platzierungen auch hier angezeigt. Können wir mal ganz kurz noch drauf schauen und dann machen wir auch Feierabend. Ja. So. Wie sieht's aus? Ricardo gewonnen. War zu erwarten, glaube ich, insgesamt. Sonst Max Platz 5. War mehr drin auf jeden Fall, aber trotzdem gut. Und ja, Ricardo, cool auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall Potenzial. Auf jeden Fall, hat mir auch riesig Spaß gemacht, und auch das Ganze zu organisieren, aber ich muss mir, glaube ich, überlegen, denn ob ich selber mitspiele denn oder ob ich lieber Turnier Organisation mache, weil das doch ziemlich stressig ist für mich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Mir macht es zwar auch Spaß, selber zu spielen, aber ich merke, dass meine Konzentration sehr drunter leidet, auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist ja bei mir auch der Grund gewesen, warum ich dann nicht mehr gespielt habe irgendwann. Ja, wie gesagt, wir setzen uns die Tage mal zusammen und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze hier ein bisschen aufpeppen noch können. Ich denke, da ist noch ein bisschen was drin. Auf jeden Fall. Gut, dann Chat, danke an euch und riesen Dankeschön auf jeden Fall Timon an dich. Also Wahnsinn, dass du jetzt hier auch bis 1 Uhr durchgehalten hast. Für alle, die gerne mal an unseren Turnieren teilnehmen wollen, einfach mir kurz schreiben, auf Twitch wegen meiner auch, da heiße ich ja Ricardo Pietrezco, alles klein geschrieben. Oder auf Twitter, Twitter habe ich gar nicht, Instagram, Facebook, überall. Genau. Könnt ihr mich gerne anschreiben, beziehungsweise Nadine anschreiben. Startgeld sind halt immer 5 Euro pro Person. Dienstags haben wir ja auch ein Doppel, da wären es dann 10 Euro pro Doppel. Jo. Das nächste Turnier wäre am Sonntag. Da haben wir sogar 2 Turniere. Ja, nice. Ricardo, pro Person oder pro Board?
Wie ist das? Pro Person. Okay. Gut, Person. Dann. Vielen ansonsten, Dank, ja, Timon. Ansonsten würden die Österreicher ja Mengenrabatt kriegen. Also, Timon, nochmal wirklich großes Dankeschön. Bitte Chat auch nochmal Danke an Timon schreiben hier. Das ist wirklich. Alles gut, Dankeschön, Stunden ich habe das hier. Gern gemacht. Ja. Ja. Echt. Super leise auch von euch beiden auch. Von, also, danke. Super. Jo. Macht's gut. Danke natürlich auch an Jonas für die ganze Technik und so, ne? Ja, klar. Ja. Gerne. Super, vielen dass du Dank. Das alles mitbekommst und auch in den 3 Tagen. Wir haben das ja erst am Dienstag beschlossen, dass wir das machen wollen. Ja. Gut, dann macht's gut. Ciao, ciao, bevor wir uns noch irgendwo verlieren. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Jo.